Ein Applaus, ein Applaus. Oh, es geht direkt weiter. Und willkommen zurück zu Sea of Thieves, zweite Folge. Und ist schon geil, ne? Ist ja schon eine geile Truppe hier. Yeah! Ja. Sieht aus wie so ein Bodybuilder. Super cool. Was haben wir denn heute vor? Die anderen Aufträge machen, würde ich mal sagen. Musik machen. Ne? Wir haben noch ein paar. Und noch ja, ich finde, Musik machen ist immer ganz wichtig. Das sollte man... Ja, aber wir haben ja noch die Aufträge vom letzten Mal. Stimmt, die haben wir ja behalten, genau. Und wir könnten ja heute mal was anderes nehmen. Ja, zum Beispiel einen Handelspostenauftrag oder einen mystischen Auftrag. Machen wir Handelsposten. Machen wir mal einen Handelsposten. Wir gehen mal aufs Schiff, oder? Wobei, ich finde die mystischen sehr interessant. Ich muss mal ganz kurz... Ihr könnt ja schon mal aufs Schiff. Wir haben das Schiff übrigens schon geladen, Leute. Das Schiff ist schon geladen. Ich brauche mal ein schönes Foto. Ich bin auch geladen. Schön, dass die so hinter mir Musik macht, ey. Klar. Sehr schönes Bild. Das ist ein Bild für die Götter, echt ganz toll. So, hopp. Perfekt. Wir haben alle Planken, alle Bananen und Kanonenkugeln haben wir, glaube ich, nicht so viele gefunden auf diesem... Ich habe allein gesammelt, glaube ich. Okay, wir hatten ja gesagt, dass ich diese Fahrt mal nicht fahre. Was? Oh Gott. Oh, das ist einfach... Übrigens passen die Klamotten jetzt gerade besser zu dir. Ja. Als Kartoffelschäler. Achso, wir haben jetzt einen Kartoffelschäler, ja. So. Wie war das nochmal? E, ne? Nee, F. F? Also sollen wir jetzt den blauen machen, den Handels- oder den mystischen? Ich hab jetzt den mystischen gelegt. Ich bin Handels. Ich bin auch dafür. Scheiße. Ja, die wird ja sowieso angezeigt, was ist. Das hier ist der mystische. Juhu. Das sind nämlich die kurzen Aufträge, weil das sind halt richtige Rätsel. Das ist nicht so okay. Einfach so eine Karte. Die leuchtet ja. Okay. Sieht gut aus. Wie kann ich die jetzt nochmal nehmen, die Karte? Mit E. Ach, gedrückt ein. E, genau das. Captain. Ja, oder ich zeig's dir. Auf meine. Ah, ich hier, nee. Du kannst auch auf meine gucken, Max. So. Mission erhalten. Uralten Knochen. Ja, Dex, dann lies mal vor, du. Nee. Ich versuche gerade ein Foto zu machen, aber ich schaffe es nicht mit der einen Hand auf die andere, zwei Tasten zu drücken vor Fotos schießen. Soll ich sie dir hinhalten? Du kannst gerne vorlesen. Du hast eine ganz tolle Vorlesestimme. Nee. Doch. Mein liebreizendes Stimmchen. Nein. Der Gravy darf lesen. Wobei, das sind vier Abschnitte, dann kann jeder einen vorlesen. Boah, wie umständlich, Leute. Was ist da los? Ich bin gerade an der Karte schon. Okay, ich lese vor. Dankeschön. Freunde, hört zu. Okay. Die Suche nach Wissen in uralten Knochen enthüllt Geheimnisse lang unausgesprochen. Gehütetes Wissen kehrt nun endlich zurück, das Geheimnis lüftet und mit reicher Beute entzückt. Sehr schön gelesen. Da bin ich ja. Gerüchtzufolge auf Fools Lagoon. Na dann, auf nach Fools Lagoon. Habe ich schon markiert. Markiert. Fools Lagoon. Was hast denn du denn markiert? Du hast über die Kreise gemacht, wo wir langfahren müssen. Ja, richtig. Das ist super. Perfekt. Dann, das ist so Hänsel- und Gretel-Style. Okay, da ist der erste schon. Okay, perfekt. Du wolltest fahren? Ja. Ah, man kann auch hier die. Aha, okay. Ja, wir können alle draußen. Ja. Es gibt mehrere Stellen. Ah, okay. Kann ich einen Ankerlichten? Dann haut mal die... Ach, das ist aber nur für die hinteren, runter, ne? Ankerlichten. Ach, das ist nur für den hinteren? Ach nee, das machen wir mal auf Halbmast. Wie heißt das Segel, was du hier hinten... Ist das nur für das hintere Teil, ist das nur für die hinteren Segel? Das ist 8 dann. Ja. Ah, okay. Also jedes... gibt es dann immer mehrere Positionen. Ah, okay. Wo gibt es denn die vordere Position? Hier. Ach, hier ist sie. So, ist ja interessant. Schön, dass du das auch noch nicht so ganz gereilt hast. Nee, ich bin immer hier hingelaufen, aber das so, war jetzt nur das mit... man sich selbst nicht so doof, ne? Ja, ich habe das nämlich noch nicht so hundertprozentig alles gereilt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Musst du auch nicht. Wir sind ja auch erst okay, bei der zweiten Folge. Perfekten Gegenwind.
Das stimmt, aber ich wette, ich hab's bei der dritten Folge auch noch nicht richtig gehört. Egal, ich mach euch Musik. Ich geh mal ins Krähennest. Ich geh vorhin. Kann mal bitte jemand auf die Map gucken? Dex? Ja, bitte. Dex? Arbeitslos. Oh. Kannst du mal bitte auf die Map gucken? Danke, Axel, dass das hier als Arbeit angerechnet wird. Ja, bitte. Schiff voraus. Ist unser Kurs richtig? Ja. Aber Schiff voraus. Ein bisschen. Ja, Richtung Norden. Schiff auf 2 Uhr. Oh ja, wollen wir das angreifen? Mit unseren wenigen Kanonenkugeln? So leicht Südwestfrieden. Wir haben erfahren. Wir sind voll bis oben hin. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Es? Ach so, irgendwann wird es werden wenige. Wo ist denn das Schiff? Da, guck mal zu 2 Uhr. Und dann da vorne. Hinter dieser kleinen Insel. Mach mal die Lichter da unten aus. Hinter der kleinen Insel. Vorne einmal die Lampen ausmachen, Uhr. Bitte. 2 Uhr. 2 Uhr. Steuerbord, Freundchen. Unten das kann anbleiben bei der Map. Hab ich noch Licht an? Nein, die haben sogar noch Licht an. Hört man mich so schlecht oder was ist los? Nee, ich hör nicht gut. Dex hat irgendwie Tomaten in den Ohren. Nee, oder ich bin noch die Lichtlinie am Ausmachen. Das Wasser ist so laut. Und die Musik! Ich seh, muss das ehrlich sagen. Jetzt bin ich wirklich arbeitslos. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss. Also, das Schiff war. Ja, ach, da ist es. Ah, ich sehe es. Super im Kurs. So ist gut. Bisschen weiter nach rechts sogar. Echt? Ja. Jetzt kommt da also gleich die Sandbank runter oder was das ist. Da siehst du die Schiff. Das also so Nord-Nordwest. Ich hab mir das. Herr Dextro. Bitte? Siehst du jetzt das Schiff? Hab ich doch gesagt. Siehst du mal, du hast auch was an den Ohren. Alles in Ordnung dann. Dann ist es bei uns gang und gäbe, dass wir hier was an den Ohren haben. Ja, ich hab das Schiff schon gesehen. Alter, mal weiter. Mach das nicht nochmal. Jetzt die Frage angreifen, nicht angreifen, weil wir haben ja nichts zu verlieren. Wir könnten eigentlich mal volle Pulle drauf losgehen, oder? Ja, ne? Ich weiß nicht, wie das geht, aber ja. Ja, dann dann dreh mal. Welche Richtung? Ach, da! 2 Uhr. Steuerbord ja, einfach mal. Richtung. Ja, ist gleich schon 3 Uhr. Dreh mal Richtung Nordost. Nord-Nordost. Ja. Also ich bin geladen. Sind denn die Kugeln auch geladen? Ja, ja, ich guck mal, die sind auch geladen. Jetzt gerade. Oh, ihr seid ja echt gut vorbereitet, Leute. Füllt mal euer Inventar auf. Ja. Planken, Kanonen, Kugeln und Bananen. Wir können die Segel mal in den Wind drehen. Meinst du, kriegen die hin oder soll ich runterkommen? Ich komm. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Also das hintere entweder Segel, da bin ich jetzt dran. Und das echt ist im mal Wind. Sekunde. Mach mal das fort, das mittlere Segel. Oh, die hauen ab! Oh, pass auf. Recht. Was mit dem? Das ist hoch und runter. Wo ist denn das? Wo kann man das denn hier drehen? Links. Ja, du musst ein bisschen nach links, bitte. Links. Wir steuern voll auf den Felsen. Oh Gott, wir fahren voll im Möhre auf den Felsen. Links, ganz links. Boah, Hilfe, Leute. Vorne kriegt man echt Angst, wenn ihr solche Manöver macht. Oh Gott, das ist knapp. Oh fuck. Die Titanic ist so gesunken, Junge. Alter. Wie die Titanic. Jetzt aber. Ich geh gleich mal runter. Oh, unten läuft voll. Ich dreh schon mal ist das Segel ganz kurz. Oh, echt? Ich bin unten. Mal Wasser schöpfen. Sekunde. Bin wieder dicht. Du hast geschossen. Mann, ey, dieses mit diesem. Ah, ja, das diese Insel. Insel uns. Okay. Uiuiui, was haben wir denn so? Starkseite. Dex, gehen wir auf die andere Seite rüber. Wir haben halt alle verlagern wir dein Gewicht. So, muss ich das Segel nochmal drehen hier, war sowas? Das böse Insel schon wieder. Haha, zu kurz. Wie habt ihr das andere Segel gesetzt? Das hintere? Ich sehe es gerade nicht, aber guck ich mal selber. Das können wir nochmal drehen. Ein bisschen mehr in den. Okay, jetzt haben wir. Folgen wir das Schiff noch? Ja, ja. Ich halte noch direkt drauf. Sehr gut, sehr ach, gut. Du drehst gerade selber, Grave. Warum drehst du denn das in die Richtung? Ja, ich bin am Steuern. Weil wir das in den Wind drehen müssen. Oh, Dex. Du gibst mir gerade so viel Selbstvertrauen. Das ist echt schön. Warum? Was macht die? Nee, weil die ganze. Weil Dex das nicht schnallt. Nee, ich verstehe nicht, warum das nach links gedreht ist und die ganzen anderen nach rechts gedreht sind. Dann verdrehen wir alles. Weil die anderen jetzt im Gegenwind sind.
Also ist es normal. Das okay, das dann lassen wir es so. Ach, Dex hier. Zur musikalischen Untermalung. Oh. Ja, die hauen uns gerade ab, glaube ich. Ja. Dann glaube ich besser zur Fools Lagoon fahren. Ich guck mal, wo wir hin müssen. Oh, was haben wir denn hier für einen Kreis gedreht? Dann drehst du links rum? Ja. Eine Kurve? Okay, so schön. Oh, volles Segel. Ja, jetzt verstehe. Ja, ist es okay. Das ist nämlich genau das, was ich gerade eben meinte. Ah, okay, lassen wir es mal so sein. Wir lassen mal so stehen, wie es jetzt ist. Zoe, sagst du Bescheid, wenn wir auf Kurs sind? Wir sind gar nicht auf Kurs, ne? Aber du musst noch komplett, ja, einmal dich komplett umdrehen sozusagen. Ja. Und dann wieder die Snake Island links von uns lassen. Huch. Da kommen wir dran vorbei, ne? Ja. Paradise Spring. Komische Bürste. Ich gehe mal ganz was oben ins Kränennest. Ich will mal gucken, wo das Schiff jetzt, ob das uns folgt oder nicht. Ach, die haben ja Angst vor uns. Jetzt ein bisschen geradeaus. Also Nordost. Noch? Es dreht eigentlich Richtung wieder zu. Also weiß nicht, wo es in welche Richtung ja, es dreht. Ja, nicht, dass wir wieder so nah am Snake Island vorbeikommen. Würde ich sagen. Erstmal hatten wir gerade eigentlich ein Loch im. Ja, das hat der Craig geflickt. Ah, okay. Gestopft hat das. Ihr habt's gestopft. Sind die da hinter uns, die gammeln da rum, ne? Die haben das Schiff einmal gedreht, aber die sind angehalten, die haben wir es dort. Ah, hinter uns ist noch ein Schiff, ein kleines. Wenn die sich trauen, oder? Oh. Ja, die Schaluppen können gefährlich werden. Eine Schaluppe. So, und jetzt drehen wir ab nach Nordwesten. Ja. Da vorne stehen wir dann echt schlecht, ne? Also links. Okay, das große Schiff. Nordwest oder Nord-Nordwest? Alter Schwede, ey. Nach Nord-Nordwest. Ja. Gut, dann könnt ihr schon mal die Segel neu richten. Das sind doch, da kümmere ich mich eben drum. Wie richte ich die denn? An dieses. Gehst an die Rollen? An die Rollen, genau. In welche Aber Richtung? Es reicht nicht ganz. Nach rechts komplett. Dann musst du gucken, wo dieser Wind, in welche Richtung der Wind weht, und drehst du das Segel so, dass der Wind reinkommt. Also jetzt auf der Seite, ne? Also jetzt wie drehe ich das denn? Warte, und dann? Mit A und D. Ah, so, oder was? Einmal nach Westen, ne? Du, warum drehst du das? Wir müssen auf das Fools Lagoon, also einmal komplett nach Westen. Ja. Wir sind schon dran vorbei, oder was? Jo, jetzt müssen wir wirklich nur noch nach Westen. Ja. Ups, ja, ich weiß nicht, wie kommt man hier mal raus, ey, in dem Ding? F wieder. Ja, das, ich drücke mal E und X und alle Tasten, die man so kennt jetzt hier. Oh, und so F. Ja, jetzt sind wir schön schnell, okay. Mal hier gerade, ne? Mit den Felsen. Diese Täler hier sind echt heftig. Das ist geil, das macht richtig Spaß. Die Insel da hinten rechts sieht auch voll cool aus. Dieses spitze Ding hier hinten. Keine Ahnung, was das sein soll. Dieser Eiffelturm. Mhm. Rechts. Castaway Isles. Jetzt genau geradeaus von uns. Einmal komplett, genau. Westen halten. Da fahren wir genau dran vorbei. Aber Achtung, das sind überall Felsen. Ja, deswegen. Ja, vielleicht rechts halt vorbei. Nach rechts. Dann klappt das. Du siehst was, Axo? Ja, das, was ich sehen muss, sehe ich. Ich gehe nochmal ganz kurz aufs Krähennest. Oh, ja. Da geht's schon wieder. Ja, komm doch mal mit. Mach du. Ich bin nochmal ganz kurz hier hinten. Ich wollte nochmal gucken, ob das. Ich dachte, wir kotzen zu zweit runter, weil es so spannend. Achso, das mit Kotzen. Ich wollte jetzt eigentlich. Oh. Castaway Island. Ja, das ist das Kleine da, ne? Das war echt süß. Ja. Das ist ja cute. Aber es ist ein Kisten drauf und Fässer und irgendein kleines Gebäude. Naja, da kann man ja später mal nachschauen, ne? So, noch, wir müssen noch durch einen Quadranten fahren und dann haben wir es geschafft. Da ist die kleine Insel direkt vor uns.
Mit den paar, oh, die ist ja auch so süß. Mit den paar Bäumchen. Jetzt kaust du mal wieder rum. Schmatzt der schon wieder? Schmatze? Das hörst du echt bei dem ganzen Wellengang? Wie ja, laut schmatze ich denn? Der schmatzt extrem laut. Das ist ja echt krass. Zahnloser alter Sack. Wir fahren direkt drauf zu. Aber bleib mal, bleib mal auf diesem Kurs. Ja. Bleib mal auf diesem Kurs. Meißen wir gleich einfach den Anker raus, gut ist. Hardcore. Wir könnten wir eigentlich machen, dann können wir einmal eine komplette Drehung machen. Jo, das wäre cool. Ich versuche mal rechts dran herzuziehen, ne? Weil rechts. Links mit dem fetten Felsen da. Ja. Achso, du ziehst, da ist nämlich rechts noch ein Fels. Ja, so ist okay. Genau, jetzt mittig durchfahren. Oder bremsen. Aber Achtung, nicht. Ne? Noch nicht. Wir müssen das Boot auch gut stehen haben. Das ist ein Skelett auf der Insel. Langsam können wir den Anker rauslassen. Alle Segel sind. Ja, ich will den Anker nicht rauslassen. Da läuft ein Skelett. Du weißt ja, was ich meine, Mann. Sorry, dass ich noch nicht so lange Pirat bin wie du. So. Sauber. Gut gemacht. Gott, leck, leck. Ich bleib auf Boot. Achtung. Oh, so, da kommen die anderen Kollegen. Nee, komm. Jetzt mal ernsthaft hier. Ein richtiger Pirat. Das war ein Kollege, oder nicht? Ja, Kanonenkugel hab ich genommen. Achtung, neue Skelette. Boah, wir hatten ja gerade drauf zugehauen. Wir können ja mit den Dingern zielen. Wie geil. Rechte Maustaste gedrückt halten. Dann wie sie ja, aber das ist irgendwie trotzdem richtig. Achtung, hinter euch. Hinter dir. Oh, da ist ein Captain Skeletto. Ja, der tut echt eh. Oh, ich hab keine Munition mehr. Lass mich in Ruhe. Sauber. So, hier schwimmt der Schädel. Der Schwamm. Gravy hat mich schon. Cool, und jetzt? Was machen wir mit dem Schädel? Den müssen wir mitnehmen. Das ist unsere Belohnung. Sag mal, kann man hier eigentlich so auf diesen Inseln nicht einfach auch mal so aus Spaß und Freude einfach rumgraben? Nee. Doch, kannst du schon, aber bringt heute nichts. Kann man schon, ja? Spaß und Freude. Grabt immer eine Runde. Ja, Fahrt abgeschlossen, ich hab verstanden. Ey, aber guck mal, hier werden gerade noch ganz süß sogar. Hinter uns ist ein Schiff. Ich wollte gerade sagen, ich war gerade am Trinken. Das kommt das voll Krache auf uns zu. Echt jetzt? Nee, es sieht dann nicht besser. Meinst du? Ja. Oder es dreht gleich bei, aber so sieht's aus. Schiff vorbei. Wollen wir direkt wieder zurück zum Outpost oder wollen wir den nächsten Auftrag? Nächsten Auftrag! Kann ich den jetzt ablegen, den Ding? Den kannst du am besten. Oben drauf, oben auf dem. Hier auf die. Du kannst den aber auch ganz oben auf dem Krähennest draufsetzen, hinlegen. Genau, und dann X. Ja! Das wunderbar. Sieht ja süß aus. Der macht auch Geräusche in der Hand, ne? Ja, echt? Da kommt so ein Flüstern nur raus und so. Geh nochmal ins Krähennest. Also einen Handelsauftrag jetzt hinzulegen wäre Schwachsinn, weil uns fehlen halt die Käfige an dem Handelsposten. Dann lass uns doch noch so einen Goldauftrag machen hier, so einen Piraten. Ja, den zum Beispiel. Der hat doch gerade, das Schiff hat auch, das schießt auf uns, ne? Das Schiff. Ja. Das versucht auf uns zu schießen. Wo denn? Rechts, links? Hinter uns, direkt am Popo. Hinter der kleinen Insel. Ach, die kommen nicht an uns ran. Nee, kommen nicht an uns ran. Die schießen die ganze Zeit. Die versuchen es wenigstens. Die sollen mal rankommen, doch. Komm mal ran auf die Insel. Ah, die schießen auf die Insel. Ah. Du machst es ganz schlau. Mann, ich will aber jetzt kämpfen. Sollen wir mal versuchen, noch was zu machen? Ja, ne? Ich hab auch irgendwie Lust zu kämpfen. Weil wenn ich nicht kämpfe, dann muss ich hier. Ja, komm, dann Anker hoch. Ach, Dexter Steuermann jetzt. Gut. Aber. Jo. Runtergefallen. Ich brauche Hilfe am Anker. Ich bin auch schon da. Wir sind zu langsam. Schafft ihr das oder soll ich ganz kurz mitkommen? Ach Quatsch, wir sind starke Frauen, wir schaffen das. Du bist eine starke Frau, ganz klar. Du bist die stärkste Frau mit dem Akkordeon. Sieh mal das. Der muss hier Bestimmung sorgen. Soll ich das Segel hier runterlassen? Wollte ich auch nicht. Nee, warte, das müssen wir erst Oh, das war nicht gerade. Das war gerade. Ja, eine Sekunde. Ich wusste jetzt nicht, wo das gerade war. Also, was? Warte, hast du gerade? Jetzt, was hast du drehst? Jetzt. Erst hier eben zwischen den Felsen wegkommen. Ja.
Soll ich hinten auch schon mal runter machen? Ja, mach mal. Aber wir müssen das doch bitte alles auch noch lernen. Wir sind doch noch ganz Greenhorns hier mit dem Schiffen. Ja. So. So, jetzt kannst du rechts rumziehen. Greenhorns. Habt ihr die Kanonen alle geladen? Ja. Seid ihr geladen? Habt ihr Kugeln dabei? Habt ihr eure Waffen geladen? Ihr könnt übrigens die Segel mal so drehen in den Wind, bitte. Nach rechts. Ja, Moment. Ja, dann eben meine gibt's Gas. Auffüllen. Aber jetzt fahren wir schon gegen den Wind. Jetzt fahren wir gegen den Wind. Mit dem Wind, habe ich das gegen den Wind gesagt. Okay. Ja, schon okay. Aber ist egal, ihr versteht mich. Arrrr, ihr versteht mich. Arrrr. Arrrr. Ja. Ja, ihr zittert die Piraten da vorne. Jetzt, die können aber jetzt nicht mehr flüchten so schnell. Niemals. Wir sind echt gut, ne? Wenn Axel da am Segel ist, dann sind wir echt gut. Zoe, drehst du das vordere Segel auch mal nach links, bitte? Nach links? Also ja. Hier. Nee. Die schießen wirklich noch die ganze Zeit auf die... Nee, das war falsch. Sorry, Axel. Warum ist es so dunkel hier? Warum bleiben wir stehen? Es wird gerade echt... Warum bleiben wir stehen? Oh nein! Nein! Nee. Really? Doch. Warum? Nein! Aber die Kanonen! Oh ja, 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 du siehst. Was? Ja, aber die Kanonen! What the fuck? Shit. Wir wollten doch gerade kämpfen! Oh, okay, kämpfen wir denn? Ich hab ihn getroffen! Oh fuck! Nicht mit mir! Ja, das ist laut. Ja, der ist echt laut. Oh nein, der greift an! Stier! Oh, der hat's gebückt! Das auch, wenn wir so drauf schießen? Ja. Alter! Shit, ich krieg den da vorne nicht, den einen Arm da vorne. Schießt das zweite, dritte Mal schon daneben. Warte, der Arm hier vorne. Oh Gott! Ach so? Das schießen von euch mal. Macht alles. Lass mich in Ruhe! Nein, 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 nein. Ich bin noch hier, ich zeig dir den Schach. Alter. Ja, Zoe, guck mich nach hinten. Wieso nicht? Autsch. Wenn, dann leg ich das bestimmt noch drin. Ja, weil der Flucht. Ich hab keine Munition. Ich geh runter, aber ich seh grad nichts, ich bin voller Tinte. Ah, okay. Hat er dich angespritzt, ha, Dex? Was machst du hier gerade? Wie macht ihr das denn? Ja. Reparieren? Q drückt halt die Flanken auswählen. Wie überlebt man sowas, Axo? Keine Ahnung, ich muss sagen, wir hatten das noch gar nicht. Okay. Alter, das ist die zweite Folge, Mann. Wir ja, sind super, noch. Ja, die es ist die mein erster Rockwell. Hallo Alter. Rockwell, hast du uns vermisst oder was? Scheiße, ich brauche nicht so. Ah, die Tentakel trifft mir ganz gut mit den Kanonen. Wir können besser mal den Anker runterlassen, dass wir die Kanonen sehen können. Alter. Weil wir stehen ein bisschen blöd gerade. Oh fuck. Shit, ich hab keine Kanonenkugeln mehr. Ich muss Kanonenkugeln holen. Verflucht. Oh shit, wir haben keine Kanonenkugeln mehr. Meine Nana. Ich hab auch gerade keine mehr. Nee, ich hab auch keine Nets mehr gefunden. Verflucht. Kriegen wir den denn jetzt? Oh ja. Oh nee, ist scheiße. Das denn ernst? Zoe, oben in der obersten. Mist. Im obersten Fass? Ach. Ja, im obersten. Welches oberste Fach? Pass! Ja, wo? Welches? Unten. Unten drin war ich doch eben. Ah. Kanonenkugeln? Habe ich da... Wurde mir angezeigt. Ist leer. Ja, ist leer. Er ist weg, er ist weg. Ist weg, aber wir kriegen jetzt Besuch. Wir kriegen jetzt Besuch. Ja. Shit, und wir sind leer. Wir müssen flüchten, oder? Wir sind so gut wie leer. Anker hoch. Alle an Anker? Jo. Dann, Sekunde. Dex! Ja, Sekunde, Mann! Ich werde doch gerade nachladen, ich hab doch nämlich noch Kugeln. So. Segel im Wind und ab geht's. Wir greifen an! Ja, wir flüchten jetzt. Wir haben keine Kanonen mehr. Ehrlich, haben wir nichts mehr? Ich hab noch. Nee, wir haben nichts mehr. Nee, wir haben nichts. Du hast nur noch die eine, die du die ganze Zeit in der Hand hältst. Ja, ich würde. Dann fahr mal ganz kurz jemand. Ich hab nämlich noch ein paar Kugeln zum Schießen.
Dein Ernst? Ja, wir ballern die ab, ey. Wir zeigen dir mal hier, wo der Hammer hängt. Doch mal hier die Kanone. Wir denken auch. Eigentlich ankern. Wir treffen nicht. Oh oh, das Feuer wird erwidert. Okay, komm dann. Ich hab keine Kugeln mehr. Ja, wir fahren mal weg. Ich hab auch keine mehr. Oh doch, jetzt hab ich wieder eine, hä? Versteckt in der Westentasche. Die kommen hinter uns her. Echt, die kommen hinter uns her? Ja, komm, lass mal flüchten. Wenn echt der Pirat weiß. Jetzt muss er hinterher kommen, da wollen wir flüchten. Müssen wir nicht in die andere Richtung? Nee, die fahren weg, die fahren weg. Die schneller sind? Nee, die haben keinen Bock auf uns. Sag mal die Richtung, wo ich fahren muss. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, wo es hingeht. Wir haben auch noch keinen neuen Auftrag. Stimmt. Ihr müsst noch abstimmen, ihr beiden da oben. Mach du mal. Hast du schon abgestimmt? Ja, ich komme jetzt gleich runter. Ich fahre ganz kurz, wenn der Grave jetzt gerade gewählt hat. Hast du? Okay. Okay. Dann müssen wir wohin? Mach mal die oberste, oder? Wir müssen einmal drehen. Drehen? Einfach komplett drehen? Ja, Richtung Südwest. Einmal auch. Und welches das hier ist jetzt? Das, oder? Mission Gravy? Erhalten. Ja? Picken ein, Chicken ist das? Wir sind aber ziemlich nah an dieser komischen Insel, die jetzt gleich auf uns schießt. Ja, die wird auf uns schießen, da will ich jetzt nicht halt vorbei. Das ist das, okay. Das ist total lange. Aus, ja, Axel, das. Ja. Das ist ein Chaos, ja. Wo ist es denn? Wir sind voll im Gegenwind wieder. Guck mal, Zoe, das hier sieht aus wie. Nee, das ist das gar nicht. Nee. Ich muss immer noch Richtung Südwest, ja? Ganz langes Stück. Ja, die zwei Zähne, die aufeinander zeigen, ne? Das lange haben wir hier. Ja, die zwei da unten sind am Boden. Achso, ja, dann lass doch da erstmal hin. Weiß ich, muss die mal. Achso, und ansonsten hätten wir noch. Ey, jetzt werden wir. Ah, ja, doch, die zwei Zähne, genau. Also jetzt erst Richtung West und dann müssen wir Richtung Nordwest. Okay, ich versuche jetzt erstmal an diesem Atoll hier vorbeizugehen. Ja, ganz genau, da musst du drum. Kriegt ihr die Segel mal in den Wind gesetzt? Hier. Ich drehe mal das. Wie heißt die? Cadex ist Gegenwind. Keine Ahnung, hier die. Ach, das ist Gegenwind, Twins, fuck. Groves, Thunder oder Twins, irgendwas mit Twins? Geht. Ja, die meinte ich. Castaway, Isle und Twin Groves. Ah, Castaway, das haben wir ja vorhin gerade schon vorbei. Ja, da fahren wir doch jetzt gerade hin, oder nicht? Ja. Ex-Westen, okay. Anderes rechts. Ja, ich weiß, ich will immer nicht so nah an dem Ding fahren. Ich weiß nicht, wie weit die schießen können. Anderes rechts. Kriegst gleich rechts, du kannst gleich das Deck schrubben. Ausgekragt, du bist siegreich und gebändigt aus der Begegnung mit dem Kraken hervor. Was? Kleiner blöder Kraken. Schließe eine Seelenordenfahrt ab. Ach, Seelenorden. Oh, Deck, Seelenorden. Ja, ich hab's ja auch gesagt, das ist echt ein Wort für die Götter, ey. Seelenorden. Warum finde ich den? Was denn? Die zwei Inseln sind markiert. Ja. Wollten wir hier hin? Nee, ne? Nee, wir sind noch eine weiter. Ach, hier. Oh, jetzt sehe ich die Twin Falls. Ne, wir schießen nicht. Alles easy. Sind gut drauf. Dex, West, Nordwest. Mhm. Vor uns ist ein Schiff. Ja. Rechts geradeaus. Auf 1 Uhr. Jupp. Die sind hell beleuchtet. Ich sehe nix. Ich sehe Segel. Die schießen auch irgendwie da durch die Gegend. Wir müssen unbedingt mal ein paar Munition-Dingsbums tanken. Kann mal jemand an Steuer ganz kurz? Ich will mal ganz kurz. Ich kann die auch nachladen, die Kugeln, oder? Oder ist das nur, wenn ich die in der Tasche habe? Ja, die du in der Tasche hast, kannst du nachladen. Ist das jetzt schon die Insel geradeaus da? Die kleine? So leicht. Gravy? Insel auf 1 Uhr, ist das die? Okay, ich habe jetzt schon 4 nachgeladen. Oder 3 nachgeladen. Also 4 sind geladen jetzt. Ach komm, super. Wir können die Segel wieder in den Wind drehen. Ja. Okay, die ganzen Kanonen sind nachgedingst. Oh nein. Na, so sind wir aus dem Rennnetz gefallen. Nein, überhaupt nicht.
Ich wollte einfach nur eine Banane essen. Nein, wir nicht, du, ne? Ah, das hast du schon gedreht. Ach, du bist ja mein. Alle schon gedreht? Alle gedreht. Du alter Seebär, du. Saugut. Raubbein. Echt mal. Ui, Wellengang. Oh, das ist schön schnell. Vorsichtig, ein bisschen mehr nach Westen. Ja, ich hab's gerade gesehen. Westen, nach links, Backbord. Geht mal schon mal jemand an den Anker? Ja, das mache ich gerne. Ist das die Insel, wo wir hin müssen, die kleine hier? Kannst. Aber Achtung, du drehst ja voll nach rechts, ne? Das war zwar das andere rechts, aber ist ja okay, Dex. Hä, wieso? Du bist doch ganz still, ganz gerade gerade. Ich wollte eigentlich, hab ich jetzt gerade, du ziehst in die... Das ist das richtige Inselchen. Ich hab jetzt gerade, du ziehst in die... Ups, ich wollte eigentlich nicht fallen. Ich bin über Wasser. Über Bord gesprungen. Wolltest du nicht, nein? Nee, ich wollte nicht. Ich wollte eigentlich gerade noch gucken, aber dann bin ich runtergefallen. Wer schießt denn? Ich bin ins Wasser gesprungen, sorry. Hallo. Achso, du hast dich schon geschossen. Wilde Inselbewohner. Ja, merke ich auch gerade. Bäm. Dex, komm mit. Oh. Läuft der weg? Was war das denn? Warum läuft der weg? Also bin ich halb tot. Wieso läuft denn der weg? Ach nee, hier ist rum. Hier ist rum. Ich will hier bleiben. Rumkugeln kannst du zu Hause. Hier rum. Leere rum. Bottles. Ah. Sie hat den Schatz. Aua! Oh, die Schlange hat dich angerotzt. Wo ist sie denn? Das war eine Schlange eben. Da, hier. Ja. Bitte. Boah, ich bin. Tot, ist tot. Ich bin voll vergiftet. Ich mach euch Licht. Ach, ich muss ja Banane essen, das vergesse ich immer. Nam, nam, den ganzen Tag nur Bananen, das ist doch wunderbar. Mhm. Glaube ich dir. Spannend. So, ich hab immer noch Banane. Bei dir kann man auch echt nichts sagen. Da hinten ist noch ein Schild. Skelett. Gravy, ach nee, Zoe, du hast die Kiste. Was? Du hast die Kiste? Ich hab die Kiste. So, hört die Kiste. Sieht aus wie eine Kiste, was ich hier habe. So, ihr habt eine Kiste. Geh, geh mit der Kiste. Feine Backe! Okay, zurück aufs Schiff, oder was? Ja. Oh, süße kleine Fischis. Jetzt haben wir echt mal versucht, den Angriff. Wir hatten eigentlich die bessere Position, als sie da geankert sind. Aber nein, dann kommt der. Ich habe echt gedacht, was ist denn jetzt so dunkel unter uns? Mhm. Krasse. Die werden echt nicht weggekommen. Nee, die werden nicht mehr weggekommen. Dann müssen wir es jetzt als nächstes machen, würde ich sagen. Ich habe richtig Lust auf eine kleine Schlägerei. Ja, mit anderen Piraten. Wir müssen jetzt erstmal unsere Kugeln wieder auffüllen, ne? Ja, das meine ich ja danach. Ja. Rumkugeln. Rumkugeln. Komm, komm mal her, stellt euch mal alle bei mir hin, kurz. Warte mal. Brauchst du Licht? Ich höre schon wieder schmatzt. Ich höre das gar nicht, ich finde das so lustig. Dass, warum? Achso. Dann sag ich mal, das war's erstmal für diese Folge. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ja mal wieder voll bepackt mit allem drum dran. Also die Krake hat mir gerade eben den Rest gegeben. Wir müssen so ein bisschen auch an unserer Koordination ein bisschen arbeiten, wo links und rechts ist und ein Backboard und sonst was. Und wenn wir das geschafft haben, werden wir hier die Schrecken der Meere werden. Bis dann. Arr. Arr. Und tschüss.